Was in mein Leben? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hey, what's up, man? What are you doing? Leute, es ist 6.45 Uhr in der Früh. Wir fahren jetzt gleich nach Paris. Um was zu machen, Lukas? Ich hab so keinen Bock da drauf. Lukas, was machen wir genau? Wir werden heute einen Tag lang Ja sagen, also besser gesagt nur ich, weil du warst ja letztes Mal dran. Richtig. Wir sind heute vom Google Play Store zur Summoners War Sky Arena zu den SWC Finals, einer riesigen Meisterschaft in diesem Game, eingeladen worden. Und wir haben uns gefragt, ob wir nicht Lust haben, uns das Ganze ein bisschen anzugucken. Wir hatten ja letztens schon das eine Gaming-Video dazu. Und Lukas? Ja. Wenn ich, also nee, stimmt, ist ja gar nicht, wenn ich du wäre, sondern nee. Hast du eigentlich Lust? Nee, möchtest du kurz 20 Liegestütze machen? Nein, es ist 6 Uhr morgens. Richtig. Fang mal locker an und dann... Möchtest du 10 Liegestütze machen? Ja, perfekt, ja. Sehr schön. Ey, hier ist voll dreckig, ich muss noch essen gleich. Ja. Digga, das kriegst du so wieder. Schön, Alter, wirklich. Möchtest du noch 5 machen? Nein. Möchtest du noch 5 machen? Hör auf, Mann, ja. Geil. 10 Kniebeugen noch. Nein. 10 Kniebeugen. Ey, übertreib mal nicht. 10 Kniebeugen jetzt. Ey. Komm, Morgensport, Alter. Geil, Alter. Das ist nice. Ich würde dich so umbringen, ne? Nein, wirst du nicht, weil du kannst es nicht. Weil nein. Heute bin ich nämlich derjenige, der hier alles zu bestimmen hat. Nicht du. Angenehm. Ja, yeah. Perfekt. Warte, möchtest du noch mal kurz runtergehen in die Kniebeuge und kurz so bleiben? Also Leute, wir haben auf jeden Fall heute einen geilen Tag vor uns. Es gibt ein riesiges Event, was wir besuchen werden. Und es wird gut, oder? Ja, Hammer. Hör auf. Perfekt, bis gleich im Zug. Lukas, magst du mal kurz auf dein Handy gucken und eventuell das Megafon rausholen und kurz den Text aufsagen, den ich dir gerade geschrieben habe? Warum haben wir überhaupt ein Megafon mitgenommen? Bitte? Das ist so. Ja. Stell dich da mal bitte hin, sag's kurz den Text auf, damit ich wieder, wie gesagt, weiß. Drehst dich mal kurz. Lukas, bitte. Das sitzen bleiben, wenigstens. Lukas, nein. Ich kann das nicht ernst. Lukas, bitte. Genau, es ist 6.47 Uhr. Bitte sag kurz deinen Text auf, den ich dir gerade bei WhatsApp geschrieben habe, ja? Bitte? Ich warte auf dieses eine Wort. Wie heißt es? Ja. Was in mein Leben? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin der Weißer D und bin heute nicht Ihr Zugbegleiter. Ich werde Ihnen nun alle 5 Minuten die aktuelle Uhrzeit absagen. Derzeit ist es 6.48 Uhr. Geil, wenn du jetzt alle 5 Minuten die Uhrzeit ansagst, dann wird das eine richtig gute Zugfahrt. Ich schlag. Moment, schau ich hier. Ja, Leute, das wird eine gute Fahrt, oder Lukas? Nee, ja. Ja, genau. Wir bitten Sie, am Eingang zu telefonieren, um niemanden zu stören. Guten Morgen. Lukas, wir sind ja hier für Summoners War. Es geht ja auch ein bisschen so um das ganze Gameplay-Ding. Ich habe das ja schon einmal erfolgreich unter der Dusche gemacht. An der Stelle, Lukas, möchtest du nicht einfach mal ein bisschen meine Monster leveln? Weil ich bin ehrlich, ich bin wirklich müde. Ich sag mal ich so, das... ich wollte auch schlafen eigentlich. Richtig, genau. Wenn ich es einfach kurz übergeben könnte. Gehst du bitte dran, du weißt ja, was du zu tun hast. Dann bring mich mal hier auf Level 50 oder sowas hoch. Dich selber. Streng dich einfach mal. Streng dich einfach mal bitte. Lukas, möchtest du das machen? Ja. Perfekt, danke schön. Machst du auch ruhig ein kleines bisschen Commentary dazu, ne? Nee, gar nichts mache ich. Lukas, machst du ein bisschen Commentary? Ja. Super. Klärst du kurz den Leuten, was da gerade abgeht, was du machst, ne? Also, wir spielen ja gerade. Magst du ein bisschen leiser reden? Ja. Erklär den Leuten mal bitte, was du da machst, ja? Ja, was soll ich dir erklären? Ich bin gerade in einem Kampf und kämpfe. Gegen wen kämpfst du gerade? Gegen Monster. Deine Monster, hast du die überhaupt schon mal gelevelt irgendwie? Lukas, möchtest du das vielleicht kurz machen? Ja. Danke. Kämpfen wir gerade mal den einen Kampf und habe ich schon eine coole Idee, was ich mit deinen Monstern mache. Wir müssen die ja aufwerten, ne? Mhm. Lukas, magst du mir kurz 20 Euro geben? Nein. Hey, was hat das jetzt damit zu tun? Das hat doch nichts mit dem Spiel zu tun. Magst du mir jetzt kurz 20 Euro geben? Yeah. Weißt du, wenn du anfängst, mich hier irgendwie arm zu machen, dann... Ich hab doch noch gar nichts gekauft. Ja, ich weiß, du hast es vor. Ich kauf nicht. Hast du es vor? Ja. Direkt 20 Danke. Rein. Spielst du weiter, ne? Bitte? Okay. Ich höre das Wort nicht. Ja, ich spiel Super. Weiter. Das hier ist doch gut. Genau, das verschmelzen wir dann einfach mal mit dem. Ist das sinnvoll, was du da gerade machst? Nee. Lukas? Ich hab schon gedrückt. Warum machst du das denn? Ich hab alle deine guten Monster jetzt eingeschweißt für das hier. Für ein Level 14 Gespenst. Gespenst. Ist auch gut, weil jetzt hast du keine anderen hohen Monster mehr, nur noch das. Lukas, mhm. Bringst du mich bitte ins zweite Gebiet? Ja. Danke. Es ist, glaube ich, wieder Zeit, dass du ganz kurz nochmal die Uhrzeit ansagst mit dem Megafon. Nein. Es ist jetzt 7.52 Uhr. Hinter uns schlafen Leute. Möchtest du dir kurz das Megafon bitte, nehmen, noch einmal ganz das kurz? Das einfach nicht einmal, das ist zu unangenehm. Guck mal, wenn der das Ding ist, wenn der wach wird. Ich habe letztes Mal nicht diskutiert, ich habe einfach gemacht. Ja. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.52 Uhr. Stehst du jetzt bitte auf? Ich gehe die ganze Zeit Leute durch. Chill. Stehst du jetzt bitte auf? Stehst du jetzt bitte auf? Lukas, bitte. Lukas. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist mittlerweile 7.53 Uhr. Ich bin nicht Ihr Zugbegleiter und das war die Uhrzeit. Pack's Megafon weg, lass mich jetzt bitte pennen, ja? Kannst du aufhören mit dem. Wirklich, es nervt. Grüße gehen an der Stelle raus.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist 8.41 Uhr. Katsching, Digga. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin der Wolf, der uns heute nicht ihr Zugbegleiter. Derzeit ist es 8.42 Uhr. Vielen Dank. So, und jetzt kannst du den Rest der Fahrt das Maul halten. So, Lukas, wir sind angekommen. Ja. Lukas, ja. Magst du ganz kurz den beiden da vorne 10 Euro geben, die eben im Zug neben uns saßen? Gehst du mal rüber, gibst denen einfach 10 Euro, ja? Warum? Die freuen sich einfach. Sorry, das ist für euch noch. Einfach so. Ich bin heute gut drauf und deswegen. Ja. Alles klar, ciao. Hat mir gefallen. Super, dann würde ich sagen, fahren wir zum Eiffelturm. Ja. Hast du Lust, am Eiffelturm ein bisschen was zu machen? Nee, also eigentlich nicht, aber... Hast du Lust, am Eiffelturm was zu machen? Ja, perfekt, aber dann. Bitte nichts Schlimmes. Doch, was Schlimmes. So, Lukas, wir sind jetzt hier am Eiffelturm, wie du siehst. Ich bin ehrlich, ich sehe dir das erste Mal in meinem Leben. Ziemlich bescheiden, um ehrlich zu sein. Lukas, möchtest du nicht eigentlich die ganzen Leute hier Fotos machen? Möchtest du dich nicht einfach mal bei ein paar Fotos immer wieder dazustellen und vielleicht einfach mal dein Handy rausnehmen und einfach ein paar Selfies mit? Guck hier, einfach mal da vorne jetzt mal die Selfies mal. Hoffentlich kriegt ihr eine Anzeige oder sowas irgendwie. Hier sind auch eine Menge Polizisten. Ich habe auch gehört, die schießen direkt. Great. Can we do it together or? Yeah, if you want. Yeah, sure. Als wäre schon beim Onkel hier. Lukas, willst du das eigentlich schnell deine Story posten und schreiben, endlich nicht mehr allein? Nein! Perfekt, machst du bitte. Ey, halt's Maul. Endlich nicht mehr alleine. Das ist so cringe. Es ist absolut angenehm. Lukas, hier vorne ist ein Karussell. Lukas, kaufst du dir mal 4 von den Lutschern hier, von den großen? Kosten 3,50 Euro pro Stück. Ja. Vor, auf das hier. Lukas, magst du dir ein Karussellticket kaufen? Junge, magst du dir ein Karussellticket kaufen? Geil, das wird ein Bild für die Götter jetzt, Alter. One adult. Lukas, magst du dich mit 2 Lutschern im Mund eventuell auf ein Pferd setzen und ein paar Runden im Karussell drehen? Ja. Nimmst du die beide auch in den Mund, ja? Kannst du die bitte nicht mit deinen Fingern anfassen, Junge? Dann viel Spaß, ne? Nimm die Lutscher beide in den Mund. Krieg die nicht in den Mund. Lukas, möchtest du mal versuchen? Hier, nimm die anderen beiden auch noch in die Hand, komm. Und ich winke mit den Lutschern, ja? Lukas! Magst du dich neben die Braut stellen, die ganze Zeit die Lutscher essen? Das ist so geil, dass die anderen Leute auch noch den Tag kaputt machen, nicht nur sein. Oh. Lukas, kommst du runter? Spring einfach ab. Ah, das war schön. Und du, die Braut leid, die konnte Deutsch. Echt? Was habt ihr gesagt? Ich hab gesagt, hallo. Ich so. Warte mal, kleben die Lutscher richtig? Die kleben richtig, nein. Magst du den Lutscher ins Gesicht kleben? Junge, wir müssen noch auf das Event. Ja, yeah, der kannst du wieder abziehen. Einfach mal hier so an die Backe. Es ist so unangenehm. Ich hasse dieses Format. Es gibt nichts Schlimmeres in meinem Leben als dieses Format. Okay. Ich hasse dich. Ruhe. Junge, es ist so ekelhaft. Wow, jetzt mein ganz. Nein, nicht auf mein T-Shirt. Magst du aufs T-Shirt kleben? Junge, das ist 450 Euro wert. Kleben? Nicht aufs T-Shirt, nicht aufs T-Shirt. Ach, Lukas, magst du das aufs T-Shirt kleben? Ja. Ich. Guck dir das mal an jetzt! Ja, gut. Ah, hier, guck mal hier. Can we buy? Yes. Can we make special deal? Okay. No, I only need the big. 4,25. No. No, yes. Was willst du mit 4 Stück? Für dich? Kaufst du die mal kurz, Lukas? Magst du die kaufen? Ja. Okay, Tuva, okay? Genau. Tuva, 10 Piece, for free. Von da, okay? Ja, nehmen wir, Lukas, komm. Ja. Magst du ihm noch einen Lutscher geben? Vielleicht hat er ja Lust. Also. That's for you, sir. Yeah, boy. Bye, bye. Hi. Kann ich ein Foto machen? Lukas, sagst du nein? Möchtest du nein sagen? Nein, leider nicht, sorry. Super, ich mache aber gerne das mit dir. So nass, ich hasse den. So, Lukas, wir sind jetzt hier. Da drin geht's quasi gleich rund. Du hast ja sicherlich Lust, noch ein bisschen Stimmung hier zu machen, oder? Ja. Dein Megafon hast du noch dabei? Ja. Möchtest du vielleicht kurz dich mit dem Megafon hinstellen und eventuell den einen oder anderen Eiffelturm, den du hast, verkaufen? Das kann doch keiner Deutsch hier. Stellt sich hier oben drauf, schreibt Special Price, Eiffelturm for free, Eiffelturm for free. Und dann, wenn jemand kommt, läufst du weg. Ja? Natürlich eine Sache. Das ist locker, ich mach's jetzt einfach. Ich werde jetzt nicht rumheulen, ich mach's einfach. Ach, du willst das wieder auf den Kopf ziehen? Danke dafür und dann würde ich sagen, der beste Verkäufer Deutschlands geht jetzt mal wieder an den Start. Ganz viel Spaß dir. Fertige Eiffelturm. Someone interested here? It's for free. It's for free. You can take it. Here, it's for you. It's a present. Genau. You want some? It's for free. It's beautiful. Oh, then you have 2. You? Oh yeah, it's for free. Yeah. And nah, I can't do this. 20 Euro. Ist das dein Ernst? Did I just get my food? Oh, that's a jelly bean thing. 20 Euro. 5 Euro. You said for free. Yeah, I said.
but now it's for you. Was gut beleidigt. Du sollst dir in den A stecken, hat er gesagt. Ja, das hab ich gehört. So, nachdem du dich ja draußen jetzt schon vorgestellt hast bei allen Leuten. War auf jeden Fall dick unangenehm. Fand ich jetzt nicht. Ich fand das absolut angebracht. Ich finde es schade, dass du den Eiffelturm nicht. Was kostet der? Nö, den schenke ich dir. Vielen Dank dir dafür. Lukas, komm mal. Wir sitzen jetzt hier gerade und das Event läuft schon im Hintergrund. Wir sind jetzt gerade hier oben in der VIP-Area. Ja. Hier ist es relativ ruhig. Alle schauen gerade gebannt auf den Fernseher. Findest du dich angebracht, dass er einfach mal ausgeht? Also, dass du ihn einfach mal ausmachst? Das ist so asozial. Gehst du jetzt mal kurz hin und machst den Fernseher bitte aus? Das ist so asozial. Das sind alles auch YouTuber und so. Ja, ja. Die wollen sich das angucken, aber die können ja auch über in die Arena gehen, wenn sie schauen wollen. Kannst du denen noch sagen, gehst du einfach hin oder steckst den Laptop aus und sagst, wenn ihr es gucken wollt, geht bitte rüber in die Arena. Ist authentischer. Das ist wirklich zu hart. Nein, finde ich nicht. Kann ich einfach Pause kriegen? Es tut mir so leid, ne? Also, if you like to watch, you can go in the arena. You know? Thanks. An der Stelle will ich sterben. Ja. Okay. Oh. Ah, okay. Dann geh nochmal nach vorne, entschuldige dich bitte. Kann ich das auch von hier machen? Nee, mach's wieder an und sagst es aus. Tut mir leid, ich bin dumm. So. Ja. Sorry for that, I'm stupid. Yeah, yeah. Oh, das ist, oh, ich glaube, wir sind alle ziemlich angepisst jetzt hier. Kannst du mir gefallen? Das kann man nicht machen. Das kann man nicht. Oh, das war die unangenehmste Stille, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die haben alle so verhasst geguckt. Er ist richtig sauer, ne? Er ist richtig sauer. Das kann man nicht machen. Nein. Möchtest du vielleicht anfangen, deine Eifel zu verkaufen? Der schlägt mich oder so, ne? Ja, wenn's passiert, haben wir die Kamera drauf. Das ist nicht spannend. Excuse me? You wanna buy some? You wanna buy some? No. Really? Okay. Er ist richtig sauer, oder? No. No. Versuch's wenigstens mal mit dem Lutscher mal nehmen, oder? Ja. Aber der Lutscher ist kaputt. Ja. Can I give that to you? You wanna have this one? No. No? Okay. Sorry. Und was hat er gesagt? Nö, er hatte kein Interesse. Meinst du, willst du einmal ausmachen? Meinst du, er läuft hinterher und schlägt dich? Komm, wir gehen nochmal runter. Nein, warte mal, ey. Ja. Willst du das Ding ausmachen? Also, nee, ich kann das nicht machen, ne? Hey, what's up, man? Yeah? What are you doing? Oh, just go in the arena now. That's fine. What do you mean? Why do you keep on stopping our show? No, we just go... We're literally trying to watch the show. Can't you do good English, Digga? Yeah, we just made a few jokes now, but now we're done. I was hoping that somebody would beat him up, but... Nearly. Didn't happen. Now we're set. So yeah, sorry for that. Ich renne gerade raus und höre die ganze Zeit, hey man, hey, sorry man. Ich renne und denke mir, bitte nicht. So, dann fahren wir mal runter. Ganz kurz, möchtest du die Treppe nehmen? Perfekt, dann sehen wir es unten, danke. Komm, du wirst bluten, glaub mir. Wenn du das nächste Mal dran bist, vorbei. Der muss dann gleich auf die Bühne. Das weiß er noch nicht, aber ich habe da was geklärt. Also, geklärt jetzt nicht. Oh oh. Na? Und, Treppe gefunden? Ja, du hast ja nicht gesagt, dass schnell runtergehen muss, ne? Deswegen habe ich mir einfach mal Zeit gelassen. Ja. Was ist dein Bühnenauftritt, das weißt du, ne? Ich habe keinen Bühnenauftritt. Hast du jetzt einen Bühnenauftritt? Nein, ja. Okay, dann komm. Ja. Lukas, du hast ja das Schild bei dir im Video geklaut, ne? Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Möchtest du mit dem Schild mal ganz kurz hochhalten und über die erste Reihe laufen? Einmal das Schild einfach nur hochhalten. Wir würden kurz hoch am Balkon und ich gebe dir da von oben ein Go, ja? Okay? Ja, es wird ja live übertragen. Genau, dann sieht auch jeder, dass du VIP bist mit dem Schild, weißt du? Dass wir mir rausgeschmissen werden. Nee, wir nicht, du bist ja nur rausgeschmissen. Wir sind dann oben, ja? Geht gerade richtig ab, Alter. Das wird gerade richtig genau zum richtigen Moment. Lukas sollte jetzt einmal hier, glaube ich, langlaufen, da. Es ist gerade wirklich... Krasse Stimmung hier drin. Not hitting the auto button out of respect for his opponent. Look at he's him. Enjoying man. This moment. That's Boss! What an upper hand. Boss man. Able to take that. Nobody saw that coming. Perfect. Ey, super. Also Leute haben es gefeiert, oder? Ich glaube, die haben richtig Bock auf Lukas. Die haben großes Interesse an ihm. Ey, Lukas, das Schild nicht zurückgeben. Das behalten wir. Wir gehen nach unten. Das ist so unnötig. Lukas, hier vorne ist ja der Stand, ne? Ja. Du hast hier die ganzen Eiffeltürme.
Magst du die kurz, ob es okay ist, wenn du die verkaufst? Ja, yes, ich will. Can I sell my, I have here... Eiffelturm? 15 Euro. No, it's not illegal. I'm a shopping man. Jetzt muss man gucken, ob du jemanden findest, der es kaufen möchte. Excuse me? Hi. Hello there. You interested in buying some one of this? I don't have cash. I can take your shoes, if you want. Frag ihn nach dem Socken. Or your socks. Alright. Oh mein Gott, ich würde mich so schämen. Alright, thank you. Perfect. Wow, that's it. Thank you. Oh, ja. Yeah. Ah, super. Ja. Die sind verschwitzt gewesen. Steckst du die Socken in deine Hosentasche? Naja. Naja. Sagst du mal Dankeschön, ne? Thank you. Bye. Lukas, wir sind jetzt hier aus dem Event raus, ne? Ich dachte eigentlich, wir haben schon zu Ende gedreht, aber was? Möchtest du hier vorne vielleicht ein Bild von dir malen lassen? Ich hab kein Geld mehr. Hast du noch Geld? Ja. Perfekt. Fragst du mal, ob du einen Bonus bekommst, weil du so hässlich bist. Hallo. Hi. How much kostet? Kinderpreis. Guck mal, Kinderpreis für dich. Okay, ja. Yeah. Mini Drone extra ugly. Ja, very schlimm, yes. Ich hasse dich, Remy, ich hasse dich. Oh, er macht ziemlich fette Backen auf jeden Fall. Sieht gut aus oder sieht scheiße aus? Scheiße. Sag mal, Lukas, ganz blöde Frage. Wenn das Bild jetzt gleich fertig ist, ne? Würdest du das vielleicht dann mal kurz als neues Instagram-Profilbild ändern? Du weißt genau, wie das abläuft. Das bist ja du, das bist ja du. Ja, aber ein extra hässlich. You're disgusting. Meinst du, wir können ihn mal fragen, ob du auch jemanden malst? Is he allowed to draw you? Okay. Ah, du darfst ihn malen, super. Ei, ei, ei. Sexuell gesehen ist er auf jeden Fall eine 1, Bruder. Gibst du noch Trinkgeld dazu, oder? Machst du 30, komm, damit ich ihn malen. Ich hab insgesamt aber nur 30 für den Genau, Tag. Kannst du dann. That's for you, sir. Thank you very much. Okay, Lukas, jetzt gib dir Mühe, ja? Junge, ich konnte noch... Oh, oh, sorry. Sagst du, wenn du sie ihm gibst, das kostet 50 Euro, ja? You're ready? You wanna see? Very good. Sag sie bitte. 50 Euro for that picture, okay? 50 Euro? No? Sagst du, ist ein gratis heute, ne? Also, okay, today I make a special price, it's for free. You can have it. It's very good, right? Thank you so much, have a nice day. So, Lukas, jetzt ist es relativ zeitlich eng mit deinem Flug. Ja, und ich dann muss gehen wir uns nochmal schnell Notre Dame angucken. Nein, ich muss jetzt echt los. Wir schauen uns jetzt auch Notre Dame an, Leute. Ja, ihr könnt das wird ja, extrem. Ihr fahrt mit dem Zug nice. Und habt länger Zeit, aber ich glaube, wir sind hier durch. An der Stelle ein riesiges Dankeschön an Google Play und natürlich Summoners War, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Mega nice gewesen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, bei Lukas geht es noch weiter, weil Leo wollte sich neue Schuhe kaufen. Und dann kannst du mal dreimal raten, wer das bezahlt. Ich? Ganz genau. Flughafen, du kaufst noch Schuhe, damit es noch schön knapp ist. Den Rest könnt ihr euch bei Lukas reinziehen. 200.000 Likes haben wir letztes Mal nicht geknackt. Sollten wir bei diesem eigentlich schaffen, oder? Ja, damit Deshalb. Du wieder dran bist. Dann bin ich wieder dran. Richtig ein Like rein. Da fahren wir mal nach Aserbaidschan oder so. Ja, oder? Ne? Ja. Magst du noch ganz kurz 20 Kniebeugen machen mit den Rucksäcken? Ja. Und nicht vergessen, Leute, Link zu der App ist in der Beschreibung. Ganz genau. Ladet euch die gerne mal runter. Richtig. Machst du noch einen? Ich winke, ja. Machst du noch einen? Ja. Perfekt. In dem Sinne, tschüss. Hau rein, Leute, wir sehen uns. Peace.